So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Sonic Colors Part. Wir sind hier in Welt 3, Akt 5. Und den Akt werden wir jetzt gleich mal betreten. Nicht wieder über Kopf, nein. Ja, so ist mir lieber. Euch wieder, yeah, ich liebe euch, wisst ihr. Ein bisschen hier ganz viel Schnellschritt. Bonus mal. Verarsch oder was? Ich kann die auch nicht einholen. Nein. Wie soll man denn ausweichen, wenn die diese doppelte Attacke machen? Zumindest fliegen wir wieder hier durch. Was ist das? Doch wohl nur ein paar Energiepunkte hier, Turbo-Punkte. Und jetzt voll aufs Turbo drauf. Ach, auf alle wegblasen hier. Okay. Ja, wow. Ändere die Gestalt mit einem grünen Wisp und steige als Flieger in die Luft. Benutze die Ringersprint in der Nähe von Ringen, um schneller zu fliegen. Okay. Was ist das? Ah ja, geil. Wow. Wow. Okay, geil. Geile Fähigkeit, muss ich schon sagen. Ich kann fliegen. Gut, hier geht's hoch. Ganz viele von diesen sinnlosen Ringen. Also nicht diese Ringe, die ich gerade bekomme, die das. Wo war das? Das sah man nicht. Und jetzt? So geht's also. Ah ja. Und bams. Achtung. Ich seh's. Und ich auch weg, gut. Dafür kriege ich jetzt eine Belohnung hier mit einer Fähigkeit. Aber erstmal sollten wir hier Ringe einsammeln. So. Jetzt steige ich als UFO in die Luft oder als Fluggerät, was auch immer. Die Zeit davon ist irgendwie sehr kurz. Frag mich nicht wieso. Und wir steigen hoch in den Himmel. Wie kommen wir jetzt hier weg? Ach, hier durch diese Fähigkeit und. Ja, ich hole mir die lieber nochmal neu. Genau. Power. So, jetzt muss ich wieder die Gegner wahrscheinlich besiegen. Jetzt kriege ich wieder die Fähigkeit. Nein, dagegen wollte ich nicht. So. Gut. Wir steigen. Wieder hier. Und jetzt, wo geht's denn hier lang? Hä? Also ging's da eben gar nicht, da konnte man gar nicht drauf. Na gut. Ach,
man kann auch nach innen und außen lenken. Ja, wusste ich ja nicht. Weiter höher geht's. Und was? Hey, nein! Ach, wir müssen diesen Turm doch besteigen hier. Dann warte ich nochmal, bis ich ganz oben bin. Verwandle mich hier wieder und jetzt muss ich aufpassen. So. Fliegen. Ja, im Kreis da hochfliegen will ich nicht unbedingt. Komm. Ja. Und Ziel. Ach, B-Rang haben wir sogar schon. Und A-Rang. Komm, ein extra Leben ist da noch drin, oder? Ja. Ja, gut bekommen. Aber ein Level schaffen wir noch. Die grüne Fähigkeit bekommen wir dazu. Akt 6. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh Gott. Auf jeden Fall kriegen wir direkt eine die Fähigkeit von eben wieder. Lol. Ja. Und da möchte Doppelsprung machen, aber kommt aus automatisch dann dort gegen diese Drehteile. Okay, ich setze wieder hier ein. Was ist das? Gut. Auf ein neues. Die zielen aber auch exakt auf mich drauf. Hä? Wo kommt das jetzt gerade eben her? Gut. Also ist schon nicht so, ist schon absichtlich so gemacht worden, dass man das so nehmen muss. Jetzt gehe ich mal hier oben lang. Ah, ne, hier geht's nicht lang. Gut. Ja. Hallo? Tot. Super. Jetzt sind wir wieder am Start und ich wüsste nicht, wo wir noch hin sollten, eben da oben. Ist ja auch egal. Ich merke gar nicht, was ich für einen Unsinn hier rede. Aber was soll's. Time-Bonus. Ich hasse, dass die Zeit nicht wieder auf Null ist, wenn man hier neu, wenn man hier stirbt und wieder am Anfang ist. Das ist bei den alten Sonic-Games und so war es ja immer, dass man, dass die Zeit wieder auf Null springt. Hier ist das nicht so. Das ist ziemlich nervig. Zeitüberschreitung, sage ich doch. Zeit-Bonus gibt es schon mal nicht mehr. Ja, du. Oh, gut. Wo sollen wir denn dann lang? Hier. Ah, klar, hier oben ging's lang. Das ist auch schon das Ziel. Hätte mir mal jemand früher sagen sollen. Ja, die, ich mach nochmal neu jetzt. D-Rang. So Level, in dem man nichts kriegen kann, die eigentlich kurz sind.
Ja, dann setz doch einen so. Ja. Hier wieder. Als ob ich jetzt da reingehen will. Ich halte an. Der ist eigentlich nur für die Ringe gedacht. Ich glaube, die sagen einem auch eher die Spur, den Weg. Jetzt gehen die wieder aus. Ja, Hilfe! Ich will doch ein bisschen rankommen. Mein Gott. Noch nicht so schwierig sein. Scheißegal. Ich schüttel doch. Ja, das Spiel ist eine Verarsche manchmal. Wisst ihr was? Ich verlasse das Level. Es haftet mich so an hier. Gibt's doch nicht. Hä? Wir haben es doch geschafft hier. Ach klar, wir müssen es nochmal machen. Ja, ich... Ja gut. Ich mache das Level jetzt selber nochmal und dann sehen wir uns im nächsten Part am Ende des Levels, weil das Level hat mir eigentlich schon geschafft. Das ist einfach ärgerlich. Na gut, dann bis zum nächsten Part und tschüss.